Und dann sind wir zurück hier zu Game Dev Tycoon mit Leuten, die alle irgendwie Feierabend haben, wie es aussieht. Und ja, den Spielbericht hatten wir glaube ich schon gehabt. Und es geht dann mal direkt weiter. Wir sind ja noch hart am Erforschen, so, ne? Weil es ruft halt wieder eine neue Engine und wieder neue Spieler, sobald der da fertig ist. Können wir noch forschen? Geht noch ein neues Thema. Kommen wir die Mystery hatten wir zuletzt ich, erforscht. Wilden Westen haben wir auch noch nichts dazu gemacht. Ich glaube, wir machen einen Wilder Westen Action oder Adventure. Das ist das nächste große Spiel, würde ich sagen, laut Geld. Ja, das können wir machen. Allerdings, wird auf ihn hier warten. Ja, guck mal, ich soll von hier aus in den Urlaub schicken. Das geht auch. Das geht auch. Wir schicken alle mal in Urlaub, weil wir jetzt ein großes Spiel anfangen. Mit einem großes Problem. Die möchte nicht, okay. Da kannst du ein bisschen trainieren in der Zeit. Wir haben genug Geld, Leute, wir können das Zeit lassen. Ja. Du bist ja gut in Design. Design und Forschung und Technologie. Technologie könntest du ein bisschen haben. Du bist ja eh so ein Allround-Ding. Ja, genau. Design, Technologie, Forschung. Komm. Das ist doch immer schön, oder? 10. Oh, noch 6 Stück. Passt. Wir können jetzt halt einfach gar nichts machen, wahrscheinlich. Training können wir wahrscheinlich auch nichts machen, ne? Ich glaube, wir haben einfach kein Geld. Für 6 Forschungspunkte geht da wahrscheinlich gar nichts. Doch, hier, guck mal. Ja, wir sind in technisch, Design nicht so gut. Das für Design. Ja, hau rein. Bis die wieder aus dem Urlaub zurück sind, was da eine schon ist, okay. Gut, bis dahin sollten die, denke ich, mal fertig sein. Wobei, die sind schon alle wieder da. Stimmt, die waren ja auch kaum angeschlagen. Aber ich will, dass die voll sind, wir müssen ein großes Spiel entwickeln. Wir machen die beiden das noch fertig und dann gibt es ein neues Spiel. In der Zeit können die alle ein bisschen chillen und Kaffee trinken, wenn sie wollen. So, macht hin, Leute. Ja. Marktanalytiker haben einen merkwürdigen Trend beobachtet, dass Spieler auf der ganzen Welt ein eigenartiges Fable für ungewöhnliche Spiele entwickelt haben. Okay. Ein Spieler drückt es so aus. Manchmal will man einfach etwas Einzigartiges spielen. Ein Spiel, das nicht auf der typischen Idee von Militär-Action-Spiel oder Fantasy-Rollenspiel basiert, um nur 2 Beispiele zu nennen. Ich hoffe echt, dass die Unternehmen bald ein paar einzigartige Spiele herausbringen. Ich würde sie momentan wirklich bevorzugen. Dieser neue Trend verspricht eine interessante Herausforderung für die Spielentwickler zu werden. Weil General-Team-Koordinationen, die sonst immer gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr gefragt sind und eher ungewünschte Ideen erfolgen. Okay. Gerne, ich Bock drauf. Macht fett fertig, Leute. Bitte. Fett fertig. Los. Erst fertig. Gut. Nein. Ein neues Spiel. Ja, 43 Millionen. Ist sehr, sehr geil. Ja. Ein neues. Mittleres Spiel. Danach ein großes. Ja, ein großes Spiel sollen wir machen. Das machen wir gerne. Ja, was nehmen wir? Was Ungewöhnliches? Mystery Casual? Ach, Mystery weiß ich nicht, Leute. Was richtig Verrücktes. Detektiv und Strategie. Ist mal was ganz anderes. Das geht eigentlich gar nicht. Kleines Spiel. Das wird mit dritten losgehen vielleicht. Kosten 0. Ja, finde ich gut. Wir machen das. Die wollten das, oder? Oder habe ich falsch verstanden, Leute? Wir haben so viel Geld, Leute. Scheiß drauf. Detektiv. Ja. Toofes Spiel? Nee. Strategt. Das ich hoffe, dass, weiß nicht, ob das irgendwie was ist, ob das ein echtes Wort ist, ich glaube ja immer nicht. Wenn doch, dann okay, ist es halt so. Das ist Strategt. Das hört sich richtig scheiße an, aber hey, das Spiel ist auch wahrscheinlich nicht so geil. Würde ich mal behaupten, oder? Ja. Das ist Strategt. Ach du Scheiße, ich hab Angst. Ja, dann fangt mal rein, haut mal rein hier in die Tasten. Ja. Detektivstrategie. Geht mal gar nicht. Ich bin mal gespannt. Also, sehr.
Wie war es mit dem hier gewesen? Egal, was wir wollten wir nehmen. Das ist ja hoch. Strategie, Engine, so würde ich sagen, oder? Story nicht so, sind die Spiele zwar, aber egal. Gameplay und die Engine so. Ja, ich lasse mir die Vorstellung so, wie sie gerade sind. Beziehungsweise haben wir einen Techniker, der das Gameplay machen könnte. Und die Engine macht dafür er hier. Nice. Gut. Wird schon ein bisschen gehypt. Wir hypen es nicht mit, auf keinen Fall. Wir haben fast 500.000 Fans. Ich hoffe, wir gehen keines mit runter. Aber wir testen uns dran. Das ist zu attacked. Ach du Scheiße. Lol, das könnte Star Trek quasi heißen. Fällt mir jetzt das auf. So in die Richtung, weißt du? Also so ungefähr. Krass. War ich gar nicht geplant. Hey. Hallo, ich bin Jörg Logger von Game Nova. Ich habe gehört, dass Matze Gaming gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Werden Sie bereit? Natürlich, Interview gerne. Naja, mehr wollen. Das ist ein Strategiespiel, oder? Ja, scheiße. Der Thief Engine ist ein Strategiespiel. Die Engine sollte schon ganz gut sein. Ich meine, Strategiespiel. Ja, es könnte scheiße werden, es könnte auch gut werden. Ja. Sehr geehrte MatzeP, wir, die globale Spielentwickler Zunft, würden Sie gerne zu unserer speziellen Preisverleihungszeremonie bei unserem jährlichen Treffen am Ende des Jahres einladen. Wir würden uns über Ihr Kommen freuen. Das Spiel endet. Ende dieses Jahres. Eigentlich waren noch so 10 Folgen geplant, Leute. Was? Nein. Ich hoffe, wir dürfen noch weiterspielen, Leute. Ich hoffe, es ist so stark. Ja. Das ist interessant, aber es scheint, dass andere nicht diese Ansicht sind. Das Spiel wird ganz wichtiger als Engine. Okay. Machen wir noch mal ganz schnell ein großes Spiel, oder wenn das Spiel danach echt zu Ende ist. Wie jetzt? Ich würde nochmal umziehen. Es gibt schon größere Sachen. Aber halt mal, muss man mehr Runden spielen, um einfach besser zu sein, schneller sich zu expanden. Weil die Sachen werden ja auch gespeichert, die Einstellungen hier, die hier. Ja, keine Ahnung. Ja, das würde ich so lassen fast. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich werde eh noch ein großes. Ja, komm hier, komm mal richtig raus. Scheiß drauf. Großes Messer für so ein Scheißspiel. Oh je. Ich möchte 500.000 Fans knacken, Leute, und 10-10-10-10-10 Spiel machen quasi. Wie es endet wirklich Ende dieses Jahres. Das ist ja scheiße. Hoffentlich können wir es dann auch noch weiter spielen. Aber ich glaube nicht. Ist das echt schon die finale Folge, Leute? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Wenn doch, dann ist es halt so. Was aber schade wäre, ehrlich gesagt. Das ist Twertact. Ach du Scheiße. Okay. 1.000.000, 700.000? Besten des Jahres, yay! Der Standard oder wie? Macht hin, ne? Wir haben nur 6 Monate, danach muss man ein großes Spiel erscheinen. Nein! Spielwertdesign, ui, und so. Ich lasse einfach mal die Einstellungen so, wird schon stimmen, die machen schon ihre Sachen. Ja, guck, wer keinen Urlaub nehmen will, ist selbst dran schuld. Ich glaube, du kannst gar keinen Urlaub mehr nehmen, ey. Das macht mal hin, Leute. Macht hin, kommt da. Wenn das ein Hyper drauf ist. Scheiße. Wenn das ein Zweispiel wird. Weh, das geht weg. Dann rast du aus. Wenn ein kleines Spiel machen sollen, ne? Wenn das weggeht, haben wir ein Problem, ne? Wird es schon. Weil das eine Scheiß-Kombination ist. Weh, jetzt geht weg. Mach hin. Das haben wir früher raus. Puh. Das war schnell. Na gut, für ein mittleres Spiel ist das auch voll okay. Bin auch mal gespannt. Okay, trotzdem so gut. Krass, ist ja halt gerade ein Trend danach, ne? Deswegen. Ja. Story Quest haben wir runtergeschraubt, stimmt. Scheiße. Urlaub und dann ein großes Spiel. Und was das, ja. Ich glaube, es liegt daran, dass wir halt diese Kombination genommen haben. Aber, ich meine, Trend. Ja, passt. Die wollten so ein Trend haben, habe ich ihnen jetzt gemacht. Schön. Komm zurück und dann gibt es ein großes Spiel. Machst du auch noch schnell fertig? Wir haben nur noch 2 Monate. Scheiße.
Oh Leute, wir werden es gleich sehen. Ich möchte auf jeden Fall ein großes Spiel noch entwickeln. Und das machen wir jetzt auch. Pass auf. Ich will noch eine neue Engine machen, alles. Nein, das gibt's nicht. Initiativ und Strategie ist eine schreckliche Kombination. Das war mir vollkommen klar. Ich mache halt wegen diesen hier. Ne? Okay, nicht so wichtig zu sein, Dialoge. Und noch schlecht dazu. Deswegen, trotzdem wegen dem Trend wahrscheinlich, deswegen relativ gut. Okay. Gut. Stopp. Achso, genau. Ein neues Spiel entwickeln. Groß. Wilder Westen. Abenteuer. Action Abenteuer. 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 Plattform. Na gut, Strategie ist hier auch nicht. Hier. PC. PlayStation 5. Und Mbox Next. Ich würde gerne die noch eine neuere Engine haben. Ich glaube, es gibt sogar schon. Ich weiß gerade gar nicht. Alle definitiv. Oder? Go. Ja. Es wird vielleicht gar nicht fertig, das Spiel. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier oben echt aussehen wird. Ja, puh. Gerade richtig. So, da fangen wir an, ne? Oh Leute, noch einen Monat gleich. Hochhauen. Nicht wichtig. Und Gameplay. Ja, ja, so. Na gut. Abenteuer muss echt Story-Quest gut sein. So will ich es machen. So, ich bin voll überfordert mit Story-Quests. Deswegen macht er auch das gar nicht. Macht das? Ich mach das? Ich mach das. Er macht das. Ist okay. Wobei, wir haben doch hier einen Techniker. Macht der das denn nicht? Und ich könnte schon ins Gameplay. Wenn wir ein bisschen höher schrauben, dass es nur auf 100% ist. So. Ja, oder? Was haltet ihr davon? Oh. Rein damit. Wird das rausgemacht? Ernsthaft? Sorry. Okay. Würde ich sagen. Haut mal rein. So, ich würde sagen, machen Marketing, weil da oben und so eine große Kampagne. Ja. Und noch, das war's, oder? War's das? Ich bin gespannt. So, sehr. Ja, wir können euch nochmal Marketing raushauen, um hier sowas hat auf den Demos. Könnte ein Scheißspiel werden, ich weiß nicht. Oder ein gutes Spiel, wer weiß. Matze Gaming. Ja, wehe, Spiel ist zu Ende. Die globale Spielentwicklung Zukunft hat Matze LP, Geschäftsführer von Matze Gaming, mit einer Auszeichnung für ein Lebenswerk in der Spielbranche geehrt. Matze LP hat während einer 35-jährigen hervorragenden Karriere bei Matze Gaming viel wegweisende Spiele entwickelt. Scheiße. Das Unternehmen ist zurzeit bekannt durch Bug City. Ja, das war auch ein geiles Spiel, irgendwie ist hier zumindest. Okay. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast Game Dev Tycoon durchgespielt. Wir werden nun deine endgültigen Punktestand berechnen und dir ein paar Statistiken zeigen. Natürlich kannst du dein Spiel im Anschluss verbessern. Ja. Militär. Simulation. 35. Okay. Forschungen. 52. Deine Punkte generiert einiges. Technologiepunkte sogar mehr. Ja, okay, halt. Kleine Spiele 46, mittlere Spiele 19 und große Spiele sind wir gerade dran. 4. AAA-Spieler? Keins. Also eigentlich nur 1 fast. Gute Spiele 17, Top Hits 9, Gunnus Publisher 4, 65 Spiele veröffentlicht, ist okay. Bug City, Alter. Nice. 18 Millionen, ist krass. Fast 500.000 Geld. Aber könnte mehr haben. Eigene Konsolen geht auch, krass. Ja, nice, wir haben es durchgezockt, ne? Geil. Dann machen wir weiter auf jeden Fall. Alter, wie viel ist das jetzt? 1, 2, 36 Millionen Punkte. Alter, das K-Fold war echt das größte Scheißspiel. Egal, geil. Herzlichen Glückwunsch, dass du Game Dev Tycoon abgeschlossen hast. Danke fürs Spielen. Wenn du Spaß an unserer kleinen Spiele hattest, dann empfehle es doch deinen Freunden. Ey Leute, hier, geiles Spiel, hier Game Dev Tycoon. Okay, fertig.